Hallo Schwestern, jetzt ist es also passiert. Ein weltweit agierendes Virus hat unser Treffen auf dem Blocksberg verhindert. Der Adler, der Flugbereitschaft hatte, hat Flugverbot und wir sollen alle in unseren Quartieren bleiben. Ach. Entschuldigung. So, jetzt aber schnell meine Botschaft. Also, liebe Hexenschwester, ich brauche eure Hilfe, um die Ozeane von Plastik zu befreien. Mit dem Netz klappt. Meine Lieben, ich bin verzweifelt. Noch vor der Absage unseres Hexentreffens habe ich daran gedacht, was wir alles besprechen und auch befeiern können. Und nun die Absage. Ist doch tatsächlich ausgefallen. Meine Schmetterlinge, die waren heute Morgen schon sowas von aufgeregt, haben meine ganzen Tarotkarten durcheinander gewirbelt, dass ich einen Brief für sie aussuche. Außerdem möchte ich mir einen Stern erkochen. Dabei habe ich mir überlegt, dass Brokkoli sehr gesund ist und eine gute Proteinquelle ist. Man sagt ja, in 100 Gramm Brokkoli ist mehr Protein enthalten als in 100 Gramm Fleisch. Warum eine Etagere? Ja, also die Frage ist berechtigt. Aber ich habe mir überlegt, warum sollen meine Waldtiere nicht auch einmal gemütlich zusammensitzen und Leckereien naschen können? Amsel und Star singen. Ja, hallo. Vielen Dank für die Nachricht. Herr von Straubing zu Winteren. Das ist jetzt blöd für mich, Mädels. Wie ihr wisst, bin ich ja seit 2 Wochen schon unterwegs und jetzt bin ich hier gestrandet. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Kann mich eine von euch abholen? Ich kann mich noch ein bisschen beschäftigen. Ich habe zum Beispiel die Lurche schon gesattelt für den Frühjahrsausritt von den Feen. Ich ganz entspannt schlafen. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ständig muss ich die Birnen wechseln.